Diese CD heißt The Romantic Violinist, also der romantische Geiger. Und es ist eine Hommage oder eine Zelebration von Joseph Joachim, einer der größten Virtuosen und Geigentalenten des 19. Jahrhunderts. Jemand, der die gesamte Musiklandschaft verändert hat, inspiriert hat. Auch hier in Berlin zum Beispiel die Hochschule gegründet hat. Und ich wollte gern versuchen, diesen unglaublichen Mann zu zeigen durch so viele Spektrum in sein Leben. Was er selber komponiert hat, die Stücke, die ihm gewidmet sind, unter anderem das Bruchfilin-Konzert, eigentlich das Hauptstück auf dem Album, was er vollkommen verändert hat und revidiert hat und das zu sein eigen gemacht hat. Also dank ihm eigentlich kennen wir dieses Stück und dank ihm haben wir so ein unglaublichen Stück, weil er hat die großartige Struktur genommen von Bruch und das auf seine Art verändert. Er hat es mehr geigerisch gemacht und mehr brillant gemacht. Und dazu seine Freunde, Johannes Brahms, Clara Schumann, Dvorak, die alle für ihn geschrieben haben, die mit ihm musiziert haben. Das ist eine Untersuchung von diesem Genie. Jemand, der, wie wir wissen, vielleicht nicht so romantisch war, wie wir es kennen. Aber er gehörte zu einer Zeit, die sehr romantisch war. Und dieses romantisierende Art wollte ich unbedingt versuchen zu zeigen auf dieser CD. Das Bruchkonzert zusammen mit Mendelssohn, das waren die ersten beiden, die ich studiert habe. Und obwohl das erste Auftritt mit Orchester Mendelssohn war, das, was ich wirklich studiert habe am meisten, als ich jung war, war Bruch. Und das ist oft so bei Geigern. Also das Bruchkonzert ist ein toller Einstiegskonzert, um zu lernen, wie man wirklich auf die Bühne geht. Weil dieses Konzert hat alles, was man braucht. Es hat so viel Virtuosität, es hat tolle Melodien. Es ist nicht so lang, also es hat eine perfekte Länge. Das heißt, das Publikum ist permanent bei der Sache. Und deshalb kommt dieses Stück meistens einfach sehr gut an, weil es sehr gut ist. Es ist brillant geschrieben. Es ist interessant, dass, obwohl es so populär ist und war, Bruch hat nie was verdient. Er hat ganz früh dieses Stück verkauft, die Rechte dafür. Und selbst sein ganzes Leben lang hat er sich beschwert, dass er kaum Tantiemen dafür bekommen hat. Und ansonsten ist es eine große Mischung an Werken von Freunden von Joachim. Johannes Brahms natürlich einer der prominentesten Freunde von ihm. Die beiden hatten eine lange Freundschaft. Es wurde unterbrochen, als Joachim seine Frau scheiden lassen wollte. Und Brahms hat sie sozusagen verteidigt. Und das führte zu einem Bruch zwischen den beiden Männern. Und als Teil der Wiedergutmachung hat Brahms Joachim ein Wiegenlied gewidmet. Und dieses Wiegenlied befindet sich auf der CD, wo ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Bratsche spielen musste oder durfte. Für mich auch eine große Herausforderung. Ich kenne dieses Instrument schon seit ich klein bin, aber eine Bratsche ist größer, ist eine ganz andere Mesur. Aber es war von Anfang an ein Wunsch von mir, dieses Lied zu spielen und das auch noch mit Anne-Sophie von Otte, großartige Sängerin, mit der ich schon so viel gespielt habe und aufgenommen habe und war sehr dankbar, dass sie sich nicht zu sehr erschrocken hat, dass sozusagen ein Anfänger auf der Bratsche sie begleiten würde. So viele Stücke sind Joachim gewidmet, man hätte 20 CDs machen können. Also das heißt, ich hatte die Qual der Wahl, was konnte ich aussuchen. Aber es war klar, Dvorak musste sein, weil er sehr eng war mit Joachim, auch mit Brahms. Aber sein Violinkonzert, das wäre einfach zu lang. Und so habe ich mich für ein kurzes Stück von Dvorak entschieden. Eine seiner berühmtesten, das Humoresque, was eigentlich für Klavier ist. Aber jede Geige spielt dieses Stück eigentlich. Und ich habe dieses Stück mit 5 zum ersten Mal gespielt. Das war eine der ersten, mit dem ich Geige gelernt habe überhaupt. Das heißt, es begleitet mich schon mein ganzes Leben und deshalb wollte ich es unbedingt auf der CD haben. Und ich habe herausgefunden, dass es eine wunderschöne Bearbeitung von Franz Waxman gibt. Das ist ein Hollywood-Komponist, der für einen Hollywood-Film der 40er Jahre namens Humoresque auch diese Bearbeitung gemacht hat. Das ist sehr romantisch, viel romantischer wahrscheinlich als Joseph Joachim je gewesen wäre.
trotzdem wollte ich, da es eine romantische Platte ist, zeigen, woher ist oder wohin ist dieses Romantismus gegangen im 20. Jahrhundert. Joachim ist Anfang des 20. Jahrhunderts gestorben und durch diese Humoresque sozusagen öffnet sich alles, was wir heutzutage romantisch nennen. Ich finde, jeder kann romantisch sein und ich finde allerdings, wenn man ein bisschen Nostalgie zeigt, für mich persönlich ist das eine schöne Sache. Also ich genieße ein bisschen nostalgisch zu sein und wenn man diese Musik hört, ob man das wirklich als romantisch definiert oder nicht, da streiten sich auch die Geister. Die Gefühle, die man hört über diese Musik, sind für mich sehr romantisch und die schwelgen ein bisschen in die Nostalgie und das ist gut so.